Sonst noch im positiven Bereich, allerdings ist das Plus jetzt ein bisschen kleiner geworden. Zuletzt 0,41% geht es nach oben, 9.191 Zähler der aktuelle Stand. Also wir notieren wieder leicht unter der 9.200-Punkte-Marke. Mal sehen, was es für Impulse aus Amerika gibt. Derweil richten wir unser Augenmerk noch auf den deutschen Markt, zumindest im Moment, denn Bilfinger, das ist jetzt unser Thema. Bilfinger senkt die Gewinnprognose zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen. Nach einem Verlust in Südafrika soll jetzt das bereinigte Konzernergebnis 2014 25 Millionen Euro niedriger bei jetzt 205 bis 220 Millionen Euro liegen. Die Folge, das wurde gestern bekannt, der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch, der tritt als Vorstandsvorsitzender zurück. Sein Nachfolger, das wird gleichzeitig sein Vorgänger, das ist Herbert Bodner. Als Grund sieht man eben die, oder nennt man die letzten beiden Gewinnwarnungen. Das Vertrauen im Kapitalmarkt sei zerstört, sagt man, und somit wird Roland Koch nicht länger Vorstandsvorsitzender bleiben. Wir sprechen darüber unter anderem über Bilfinger mit Markus Bußler vom Anlegermagazin Der Aktionär. Schönen guten Tag, Herr Bußler. Ich habe es gerade angesprochen, also erneute Gewinnwarnung und ein Vorstandswechsel kündigt sich an. Was machen Sie aus dieser Neuigkeit? Ich gar nichts. Also ich bin nicht im Gespräch als Nachfolger von Herrn Bodner dann oder sowas. Falls das irgendwie das Gerücht aufgekommen ist, sofort dementieren. Überhaupt kein Interesse meinerseits. Nein, im Ernst. Es war natürlich eine faustdicke Überraschung. Es war ja schon eine faustdicke Überraschung, das, was Ende Juni passiert ist, als man plötzlich die Gewinnprognose gesenkt hat und alle Welt, insbesondere alle Fonds, auch davon überrascht worden waren. Und mit der Sicherheit der Großaktionär Cevian, die auch alles andere als begeistert gewesen ist. Denn er hat sehr, sehr viel Geld reingesteckt und wollte natürlich Rendite sehen und nicht so eine Gewinnwarnung, die umso überraschender kam, als noch im Mai die Prognose bestätigt worden ist. Und da muss man sich natürlich fragen, was kann denn in eineinhalb Monaten so Schlimmes passieren, verändert sich da wirklich die Welt, dass man einfach sagen muss, boah, wir haben eine komplett neue Situation, jetzt ist plötzlich die Zeit für eine Gewinnwarnung da. Okay, das alles hat der Markt natürlich schon geschockt und das alles hat der Markt aber im Laufe der Zeit auch ein bisschen verarbeitet und hat gesagt, naja, okay, jetzt ist es raus und alles Schlimme ist eigentlich im Kurs enthalten und plötzlich, oh, es kam noch mal einmal eine Gewinnwarnung. Und da muss natürlich im Hintergrund einiges passiert sein. Das wissen wir alle nicht, das werden wir vermutlich alle auch nie erfahren. Aber ich denke mal, dass gerade so ein Finanzinvestor wie Cevian, der einige Prozent an Bilfinger hält, da natürlich nicht stillhalten kann und sagen muss, jetzt muss was passieren. Wir müssen hier irgendwo neues Vertrauen eben in den Kapitalmarkt schaffen. Da wird mit Sicherheit intern auch Druck aufgebaut worden sein auf Roland Koch, der irgendwann dann gesagt hat, okay, dann weiche ich eben diesen Druck, dann trete ich eben zurück. Und das ist gestern geschehen. Das ist sehr, sehr kurzfristig passiert. Das zeigt eben, dass man auch keinen Trumpf in der Hinterhand hatte, sondern dass man auf Herbert Bodner zurückgreifen musste. Der Mann ist, glaube ich, jetzt müsste ich mal schauen, ich glaube 65 oder 66 Jahre mittlerweile. Da denken andere darauf, ihren Wohnsitz auf die Kanaren zu verlegen oder auf die Malediven oder auf die Cayman Islands. Er hingegen muss wieder an die Front ran, muss diesen Konzern jetzt im Prinzip aus dem gröbsten Schlamassel befreien. Das ist sicherlich eine Herkulesaufgabe für ihn, gerade in dem Alter. Das hat er auch gesagt, ein Jahr, also knapp ein Jahr wird er das machen. Bis dorthin wird er auch einen Nachfolger gefunden sein. Da muss auch wieder Schluss sein. Bis jetzt im Aufsichtsrat, er war dabei, er weiß, er kennt den Konzern bestens. Wie gesagt, er hat ihn ja geführt vor Roland Koch, war jetzt im Aufsichtsrat noch gewesen. Es wird für ihn keine lange Einarbeitungszeit geben. Ich denke, er wird jetzt gleich in die Medias Res sozusagen gehen. Man hat ja schon angekündigt, die Strategie wird die alte bleiben. Man ist sich sicher, man setzt auf so richtige Pferde mit der Dienstleistungssparte, dass man eben den Konzern umgebaut hat. Vom Baukonzern zu einem Dienstleister. Das glaube ich im Übrigen auch. Also im Dienstleistungsbereich sind wesentlich bessere Margen zu erzielen. Das Baugeschäft ist riskant. Können Sie mal den Kollegen von Hochtief nachfragen. Elbphilharmonie, das ist so eine never-ending story. Und das hat den Konzern auch schon tief, tief getroffen. Und ähnlich war es ja bei Bilfinger auch. Denken nur an die U-Bahn-Sache in Köln. Also im Prinzip eine richtige Strategie. Vielleicht hat man sich geografisch etwas verspekuliert, aber ich denke, dass Herr Bodner hier weitermachen wird auf den Kurs, aber vielleicht einiges ein bisschen so wieder zurechtrutschen wird. Vielleicht haben ja auch die Gewerkschaften dieses sehr starke Sparprogramm, das Herr Koch gefahren hat, ein bisschen übel genommen. Also man wird es vielleicht ein bisschen nachjustieren, aber man wird, denke ich mal, den Kurs weiterfahren. Und ich denke, die Aktie wird so allmählich, auch wenn man das jetzt immer sagt, niemals ins fallende Messer greifen, aber sie wird allmählich schon interessant. Und wenn Herr Bodner da nur ein Jahr vielleicht im Amt bleiben könnte, dann bringen wir nächstes Jahr einfach Ihren Namen wieder ins Gespräch. Gerne machen Sie das. Na gut, reden wir über 3D-Druck, 3D-Aktien. Da haben wir 3D-Systems, die haben vergangene Woche schon Zahlen vorgelegt, recht schwach eher ausgefallen. In dieser Woche gibt es noch Zahlen am Donnerstag von Stratasys. Welche Aktie finden Sie denn momentan, auch vor dem Hintergrund der Zahlen jetzt, besser momentan?
könnte schon fast sagen, 3D Systems ist sowas wie Amerika, das Billfinger in Deutschland, schwache Zahlen, Aktie abgestürzt. Das war im Prinzip bei beiden Firmen das Gleiche. Ja, richtig, Sie haben es gesagt. 3D Systems, schwache Zahlen gemeldet. Man hat den Gewinn um 2 Cent verfehlt, die Aktie daraufhin gewaltig abgestraft worden. Ich glaube, im Tief um 17% nach unten. Mittlerweile so eine Art Bodenbildung. Hat natürlich die ganze Branche mit in die Tiefe gerissen und eben auch Stratasys. Ich habe seit Längerem schon gesagt, ich würde Stratasys kaufen, nicht unbedingt 3D Systems. 3D Systems trotzdem bei den Anlegern sehr beliebt, aber Stratasys ist meines Erachtens die bessere Aktie. Warum? Sie haben MakerBot gekauft. Das habe ich auch schon mehrfach an dieser Stelle gesagt. MakerBot war so was wie das Kronjuwel unter den 3D-Druckerherstellern. Das ist ja ein interessanter Chart. Dass sich das Stratasys vor 3D Systems unter den Nagel gerissen hat, war der Königsdeal gewesen. MakerBot bei Tüftlern, bei Experimentierfreunden sehr, sehr beliebt. Das ist eine Firma, die eben die Drucker speziell für den Privatgebrauch herstellt. Und da könnte durchaus, da hört man jetzt so leise Analystenstimmen, vielleicht sogar eine positive Überraschung drin sein, wenn Stratasys am Donnerstag vor Börsenbeginn sich Zahlen meldet. Werden wir natürlich ein Auge drauf haben. Momentan die Aktie auch ein bisschen angeschlagen, wie gesagt, im Sog von 3D Systems. Aber wenn man es natürlich schafft, hier den Markt positiv zu überraschen, dann könnte man tatsächlich so dieses Platzhirschverhalten auf dem Markt mal wieder neu regeln. Übrigens, ich habe einen Leserbrief bekommen, ist kein Witz, einen Leserbrief bekommen, Herr Bussler, 3D Systems abgestürzt, was ist es? Funktioniert die Technik nicht? Doch, die Technik funktioniert, da kann ich Sie beruhigen, also 3D-Druck funktioniert insgesamt, aber eben, man hat ein bisschen die Erwartungen verfehlt. Man macht ja auch Gewinne, es ist ja nicht so, dass man tief in die roten Zahlen setzt oder so, es macht Gewinne, die Technik funktioniert, aber wie gesagt, die Aktie abgestraft wegen schlechten Zahlen. Ich bevorzuge Strahl, das ist schon seit länger und ich bleibe auch bei dieser Meinung. Auch wenn ich mich natürlich hier ein bisschen aus dem Fenster lehne, wenn am Donnerstag die Zahlen kommen. Dann können wir uns ja nochmal widersprechen. Besten Dank bis dahin, Markus Bussler. Gerne.